Ich heiße Sie herzlich willkommen auf den hell erleuchteten Straßen Singapurs. Kaum zu glauben, dass wir schon seit 10 Jahren immer wieder hierher zurückkommen. Als wäre es erst gestern gewesen, kann ich mich erinnern, wie Felipe Massa seinen Zapfschlauch in der Boxengasse in einem ereignisreichen Eröffnungsrennen hinter sich herzog. Es ist der Grand Prix, der die meisten Siege von der Pole Position in der Statistik zu verzeichnen hat. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Lass uns kurz über Lewis Hamilton sprechen. Sie starten dieses Rennen mit einem deutlichen Vorsprung. Ich würde zwar nicht ganz so weit gehen zu sagen, dass das Rennen schon gelaufen ist, aber es muss schon ein kleines Wunder passieren oder, negativ ausgedrückt, eine Katastrophe, um den Ausgang entscheidend zu verändern. Es gibt garantiert schlechtere Positionen, von denen aus man starten kann. Aber es ist auch wichtig, dass sie jetzt nicht selbstgefällig werden. Wenn du erst einmal anfängst, dich bereits als Sieger zu fühlen, obwohl theoretisch noch alles offen ist, machst du garantiert einen Fehler. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Der Regenmeister startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Vettel, Lewis Hamilton und Raikkonen. Verstappen, Alonso, Sainz Jr. und Esteban Ocon. Grosjean, Magnussen, Charles Leclerc und Gasly, Perez. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Eriksson, Brandon Hartley und Lance Stroll. Sirotkin und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Softs.
race officials have enabled DRS. DRS is now available. Strategy is available on the MFT. Box, we're coming in this lap. Check your MFD for a new strategy option. Understood, copy that. Pit now. Stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Yellow flag. Some information on Ocon. They're retiring from the race.
Gate clear. Fernando's in for his stop. Engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Softs. Okay, gap ahead is 2.9 seconds. Is 19.0 seconds.
opponents the race leader. Green flag. Our gap to the car in front is 2.2 seconds. Five laps of fuel remaining. Leading our teammate by 13.8 seconds. Has just fitted the hypersoft tyres. Car behind running hypersoft.
there's 4 laps of fuel remaining. Our gap behind is 1.6 seconds. This lap of the race, keep this up. Of fuel remaining. We advise moving to mix 2, fuel to mix 2. Behind is 6.9 seconds. Okay, focus. We need to stay on form. So we've been looking at the damage.
damage, and we think you should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Yes, that's a podium. Excellent drive. The team have worked especially hard this weekend, and this is a fantastic reward. Hier ist unser Sieger, der seinen Ferrari in den Parc Fermé fährt. Was für ein tolles Rennen. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Für mich war das Sergio Perez. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hatten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Danke für den Kommentar.